So, hi zusammen. Herzlich willkommen zur jetzt letzten Folge vor der Gamescom-Pause 2013 bei Let's Play Arcade, dem deutschen Videomagazin. Das wird eine relativ kurze Folge werden, denke ich mal. Wir werden natürlich die ganzen Bäume hier umholzen. Ich werde euch nochmal die Rüstung zeigen für den Bären. Das habe ich ja versprochen. Und wir werden auf Mirage Island die Daily machen, anlässlich des koreanischen Nationalfeiertages. Ich glaube, ich habe mir in der letzten Folge ja genug den Mund fusselig geredet. Das heißt, heute wird das Ganze etwas gemütlicher ablaufen. Und ihr seht jetzt hier quasi bei diesen Krüppelbäumen, die ja nach 4 Stunden Wachstumszeit schon fertig waren. Wir sind ja immer noch am gleichen Tag wie vor 2 Folgen. Ja, 2 bis 4 Holz. Und manchmal fallen eben auch noch diese ganz, ganz tollen, was weiß ich, hab irgendwelche merkwürdigen Früchte oder. Kein Plan, was die Zitterpappel hier bringt, diese Pappelblätter oder kein. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, die finden teilweise beim Crafting Verwendung. Ich weiß es aber auch nicht wo. Also die Dinge sind, glaube ich, auch nicht die Welt wert. Das werden wir da gleich mal sehen. Interessant sind natürlich die ist natürlich die grüne Rinde. Die grünen Stämme von diesen Bäumen. Wie gesagt, die brauchen jetzt auch wieder 5 bis 6 Tage, bis sie fertig ausgewachsen sind, die Bienenstöcke, dann natürlich die Mammutbäume, die ich dann pflanzen werde. Das heißt, wenn ich von der Gamescom zurückkomme, habe ich genau das, was wir auch brauchen. Perfekt, perfekt. So läuft das alles rund. Jetzt kann ich danach auch gleich zur Tat schreiten und die Bäume pflanzen. Und da haben wir ja diesen Koloss hier, ne? Ich darf mal kurz zeigen, das wird dann der Mammutbaum, der wird richtig, richtig groß. Den Mammutbaum kann ich, glaube ich, jawohl, den kriegt man nämlich wunderschön hier rein mit ich. Dann habe ich ja noch den hier, den wir auf jeden Fall mit der Baum hier auch noch untergebracht, da kannst du aber drauf wetten. Den stellen wir mal hier in die Ecke. Dann haben wir noch dieses Meisterwerk hier, eine riesige Palme. Die bringen wir, Moment, da muss ich jetzt mal kurz mit dem hier abgleichen. Ich denke, wir machen jetzt so erstmal hier weiter, bringen jetzt den zweiten so. Und der dritte kommt dann an die Position. Und der vierte kommt hierher. So, da kriegen wir 4 richtig fette Mammutbäume jetzt hier auf unserem Acker. Und hier machen wir dann einfach noch so random unsere kleine Palme hin. Die gibt's auch nur in der Natur zu finden, ne? Ja, und hier wächst sie vor sich hin, ne? So, halt fällen wir den Rest. Also die Bäume hier sind echt nicht der Rede wert, nur damit ihr es mal seht, das ist quasi am ersten Tag könnte dieser Baum wirklich sehr, sehr interessant werden. Die genaue Taktik habe ich euch ja vorgestellt. Ja, und auch hier, der Joshua sieht ziemlich süß aus, wenn er noch klein ist, aber auch über einen Tag, bis er fertig ausgewachsen ist, aber. Ja, jetzt geht's bald los auf die Gamescom. Ne? Genau gesagt, ich bin ja jetzt schon auf der Gamescom, werdet ihr das jetzt sehen. Ich habe das wahrscheinlich von meinem Handy aus freigeschalten. Wir haben ja auch ein Gamescom-Handy dabei. Ich gebe jetzt hier nochmal kurz die Nummer durch für alle Interessenten. Diese Nummer wird nur während der Gamescom funktionieren. Da habe ich mir jetzt mal kurzfristig so eine kleine Karte noch besorgt dafür. Und zwar sind wir auf der Gamescom zu erreichen. Na, wo habe ich sie denn jetzt hingeschmissen? Ah ja. Also, ich teile es jetzt mal kurz mit. Die Nummer von Let's Play Arcade im deutschen Videomagazin in Kooperation mit arcadeonline.de auf der Gamescom wird sein die 01577 537 3436. Ich wiederhole, 01577 5373436. Das wird unsere Gamescom-Handynummer sein. Das Ganze ist natürlich auch noch auf arcadeonline.de nachzulesen im Newsthread. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe auch, wo wir immer ein bisschen Neuigkeiten, Informationen, lustige Bilder und so weiter posten werden. Da seid ihr dann quasi direkt an der Quelle, was wir so treiben, was so abgeht und was wir jetzt bei den ganzen Interviewterminen so alles rausbekommen. Also ein kleiner Service, den wir jetzt quasi hier für die Zuschauer und die registrierten Mitglieder eben bieten. Oh, aber ja doch jede Menge Bäume aufgebaut, ne? Aber noch kein grünes bis jetzt bekommen, ne? Ja gut, mein Holzhack-Skill ist ja auch nicht so gut wie mein Bergbau-Skill zum Beispiel. Ja, und so.
Also tröppelt das mit dem Holz halt vor sich hin. Ich hatte ja vorhin 8 Holz, als wir angefangen haben, ne? Da seht ihr also, wie viel Holz man wirklich braucht, um eben alles rauszuholen, um quasi wirklich das Holz zusammenzubekommen für das erste Ziel. Und das sind ja 100 Holz letzten Endes, die man braucht. Dann hat man 300 Rohholz. Das reicht dann für die 100 verarbeiteten Holz, damit man eben quasi sein erstes Speedboard bauen kann und so die Welt erobern kann. Am ersten Tag des Spiels, am Release-Tag ist es durchaus möglich. Im Falle dessen, dass man eben eine Charakter-Pre-Generation hatte, wie in den anderen Ländern, und die Arbeitskraft sich auf 1000, was ja der Anfangsbetrag ist, vollgeladen hat. Zahle er jetzt mit Skill über 10.000 auch noch 9 Arbeitskraft pro Baum. Oh, ich hoffe nur, dass ich meine Heiserkeit loswerde, meinen Husten und dass es mir soweit wieder gut geht, dass ich wirklich topfit von der GC dann auch berichten kann. Und nicht da irgendwie voll in den Seilen hängen, weil es mir eben nicht so besonders gut geht, ne? Ja, ein bisschen Holz gab's, das können wir jetzt auch gleich verscheppeln. Und hier am Haus werde ich jetzt erstmal nichts aufbauen, alles nur auf dem Feld. So, jetzt brauche ich nochmal kurz meine Assistentin. Ah, 4 Gold 47, schöner Preis, kann man verkaufen, perfekt. Und wie gesagt, was dann eben das betrifft, ne, normalerweise kriege ich dafür 15 Gold 60 und 15 65 kann man schon kaufen, also absolut lächerlich, 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 lächerlich. Gut, nächster Halt. Housing Area, da geht's nach Mirage Island, da kann ich dann die Quest machen und ich kann euch die Rüstung zeigen für das Patch. Das muss ich aber nebenan machen in Marianopel beim Tierhändler eben. Ich glaube, die in dem Lager haben auch einen. Dann kann ich kurz zu dem Lager rüberreiten, dann kann ich es euch da zeigen. Oh, ihr scheiß Mobs, lass doch mal meinen Henry in Ruhe, da wird noch nichts getan. Nein, keine Quest. Lass mich bloß in Ruhe. Boah, voll verklickt. Ah, da wurden auch wieder ein paar Sachen verkauft. Zieh mal eine an. Das kann ich mal kurz laden lassen. Und ich glaube, der Tierhändler ist da vorne. Perfekt. Und hier werde ich jetzt auch für den Bären, dessen Level ich im Moment gar nicht mehr genau weiß. Der Bär hat Level 30. Ich denke mal, höheres Gear werde ich auch noch nicht einkaufen können bei ihm. Also Stufe 30 Kampfpet-Rüstung. Kampfpads haben wir nicht den normalen Sattel zum Reiten, sondern eben diesen Sattel hier, ne? Und wir brauchen nicht 50, wir brauchen nicht 40, wir brauchen Stufe 30, einmal den Sattel. Und dann brauchen wir für Stufe 30 natürlich noch das Headgear und die Beine. Das haben wir hier. Perfekt. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal unseren Knut an, ne, wie er jetzt mit Gear aussieht. Also. Ja, und das ist eine relativ mittelprächtige Rüstung, wie man sieht. Das ist jetzt nicht allzu herausragend, aber so sieht jetzt unser Kampfbär mit einer Stufe 30 Rüstung eben aus, ne? Ist ja gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Wobei natürlich, je höher die Rüstung ist, das ist wie beim Spieler selbst, je höher die Rüstung, je wertvoller die Rüstung, desto besser sieht das Ganze natürlich aus. Und das ist jetzt quasi mein Kampfbär, ja, in dieser kleinen Übersicht. Ich kann leider nicht aufmounten, deswegen muss ich ihn jetzt erstmal wegpacken. Und meinen geliebten Henry meine ich auspacken, um mit dem jetzt dann zur Housing Area weiterzugehen. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Ich freue mich schon so auf die Gamescom. Vor allem die ganzen alten Haudegen wiedersehen. Den guten Tag habe ich jetzt seit der Gamescom persönlich nicht mehr gesehen letztes Jahr. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich denke, nach der Gamescom werde ich ihn auch mal wieder hier zum Interview haben. Ich habe jetzt niemanden mehr erwischt, der sich von mir hätte verhören lassen wollen. Ist auch noch relativ früh am Tag. Wir haben jetzt 13:45 Uhr gleich bei uns. Jetzt zu der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr kann man eben diese Quest einlösen auf Mirage Island. Das ist halt 20 Uhr bis 22 Uhr Ortszeit in Korea. Da ist das jeden Tag möglich. So, da wären wir. Wieder ein bisschen Gold, immer her mit den Guldenen. Genau, und hier geht auch unsere Steine raus für 69. Das sind, glaube ich, jetzt die. Ja, das sind die Erze. Hauptsache, es wird verkauft. Hauptsache, weg damit.
Tja, wir haben einen relativ guten Serverpool. Wir sind mit fünf anderen Servern in einem Pool, was das Auktionshaus betrifft. Da kennt ihr euch ja aus, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Das heißt, man kann auch trotz der Tatsache, dass relativ wenig los ist auf Ollo, kann man immer noch gut mit Sachen handeln erleben, weil eben die anderen Server, da sind auch besser Bevölkerte dabei, die können das natürlich dann auch besser einkaufen. Okay, auf geht's, würde ich sagen, ne? Auf nach Mirage. Und dann zeige ich euch noch, was man für die Quest hier bekommen kann, anlässlich des Nationalfeiertags von Korea, des Unabhängigkeitstages kann man sogar fast sagen, der Befreiung Koreas von Japan im Jahre 1945. Okay. Ja, den Shop kennt ihr ja aus dem Insider, habe ich hier schon öfters mal gezeigt. Ich glaube, Liesel soll sich auch noch einen Gleiter bauen, auf jeden Fall. Und dann das 44er Gear, da haben wir dann wieder die nächste Crafting Session, ne, meine Lieben. Langsam nähern wir uns dem Maximallevel nach so und so, so vielen Folgen. Schön, schön. Und ich habe ja wirklich viel erlebt, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne, war der immer live mit dabei. Es ist nicht so, dass der Weg auf die 50 langweilig gewesen wäre irgendwann. Man hat immer was gebraucht. Bin ich jetzt blind? Moment mal, normalerweise ist doch hier. Eigentlich müsste hier der NPC sein. Oh nein, haben wir jetzt schon wieder zu spät? Ne, wir haben 13 Uhr. Eigentlich müsste der hier sein. Hier ist der NPC, wo man normalerweise die Quest abgeben kann. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr verwirrt. Wir haben doch jetzt in Korea. Moment, ich bin doch jetzt total bekloppt, oder? Natürlich, das müsste jetzt sein. Weltzeit.de. Schauen wir auf Weltzeit.de kurz nach. Moment, das ist ja. Moment, Moment. Ja, in Südkorea ist jetzt. Oder? Was haben wir da jetzt? Peking. Ja, in Südkorea ist jetzt Tokio-Zeit, also 20:47 Uhr. Da müsste eigentlich jetzt ein NPC hier sein, der die Quest einem abnimmt. Der ist aber nicht da. Ja, ich werde bekloppt. Ja, hierhin, aber da ist keiner. Zwischen 20 und 22 Uhr wurde doch zu mir gesagt. Bin ich jetzt total bescheuert? Oh nö. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Tiger Spine Mountains. In den Tiger Spine Mountains ist die andere Alternative für den Ostkontinent abzugeben. Vielleicht ist ja da ein NPC, der auf mich wartet. Also, oder es dauert wirklich bis 14 Uhr. Dann müssen wir halt noch ein bisschen zocken. Dann wird die Zeit doch voll von der Folge jetzt. Okay, schauen wir mal einfach. Also, gehen wir erst mal raus auf den Tiger Spine Mountains. Danke, Weltzeit.de. Also wie gesagt, Weltzeit.de, da wisst ihr immer, wie spät es in Korea ist. Kurze Schleichwerbung. Okay. MMORPG, da sind wir. Ich habe auch wieder neue Post bekommen. So viel Zeit muss immer sein. Was wurde jetzt verkauft? Genau, 21 Silber, alles rein in meine Tasche. Gut, dann würde ich sagen, porten wir uns mal so nah wie möglich an Tiger Spine ran. Ne, nee, hier ist es aber nicht. Das ist aber Stadtgebiet. Moment. Hier ist Tiger Spine und genau da müssen wir auch hin. Perfekt. Auf geht's. Schauen wir mal, ob wir hier die Questabgabestelle finden. Sonst müssen wir eigentlich bis 14 Uhr noch warten in unserer Zeit. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Es hieß 20 bis 22 Uhr. Außer am Sonntag ist da geschlossen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und das Event läuft eigentlich. Ich kann noch mal kurz gucken. Arcage.com. Das Event läuft bis zum. Hopp, geh auf. So, weil hier vorne ist ja unser, ne? Hier ist ja der Automat fürs Craften, ne? Fürs Craften der Flaggen, das wisst ihr ja. Und eigentlich müsste jetzt hier auch ein NPC spawnen, der mir da weiterhelfen könnte, wie auch immer. Aber hier ist auch keiner. Okay.
Schau jetzt mal kurz nach. Das Event geht bis zum 21.08. Das müsste also im Moment laufen. Ich klicke jetzt mal kurz drauf, dass ich das jetzt ja nicht vermassel. Ja, 20 bis 22 Uhr. 8 Uhr bis 10 Uhr, ne? Und das ist bestimmt nicht Ingame-Zeit, sondern wirklich die koreanische Uhrzeit. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Es müsste nämlich wirklich hier sein. Tigerspine Mountains ist ja die Region hier, ne? Ja, genau. Tigerspine Mountains und da ist dann hier das Örtchen, ne? Genau. Ja. Aber die Frage ist halt nur wo, ne? Da steht auch jemand und da ist keiner da. Na, dass wir heute einen Fehler haben oder sowas, ein Bug, das wäre eine Katastrophe. Ich wollte jetzt euch gerne das Event noch zeigen, wie es funktioniert, weil wenn ich jetzt auf die Gamescom fahre, dann kann ich das nicht mehr. Verdammt. Ja, ist wieder ein Bot unterwegs. Scheiße. Unglaublich. Ach Leute, ich habe jetzt echt keine Ahnung, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und warte. Sollte um 14 Uhr kein NPC auftauchen, dann haben wir wohl einen kleinen Bug hier. Dann breche ich die Aufnahme an der Stelle ab, dann haben wir halt eine sehr kurze Abschlussfolge. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal sicherheitshalber viel Spaß, viel Freude in den Tagen jetzt demnächst. Vielleicht geht ihr ja auf die Gamescom, ich wünsche euch viel Vergnügen. Ja. Ich verabschiede mich jetzt. Gamescom-Pause. Montag, denke ich mal, wird es weitergehen mit neuen Folgen. Der nächste Bot kommt von hinten. Und ja, habt eine schöne Zeit, ne? Vielleicht kommt der Stream noch mal kurz rein. Vielleicht. Ich warte jetzt bis 14 Uhr hier, aber ich breche jetzt erstmal ab. Bis gleich. Oder vielleicht auch bis nächste Woche. Ciao.